Und damit herzlich willkommen zurück zu Grimdawn hier bei Explore RP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind immer noch in Uchtenburg und werden uns jetzt den nördlichen Teil in dieser Folge vornehmen. Wenn denn da noch was kommt. Schauen wir mal. Bin mal ein paar Meter vorgegangen. Außerhalb der Folge. Bis hier. Was ist das? Ich will es gar nicht wissen. Vators Altar. Okay. Ich ahne Böses. Oh je, es ist wieder einer dieser Folgen, wo wir gerade 2 Minuten dran sind und dann tot. Wir looten erstmal die Kiste. So, Gaben der Götter. Ja, ich lese die Texte hier nicht vor. Asche über mein Haupt. Wer möchte, darf natürlich gerne. Ich scroll langsam runter, ihr könnt ja im Video dann auf Pause stellen. Ich glaube fast, wir beschwören jetzt einen Boss hier. Muss ja so sein. Kommt doch nichts mehr, ne? Nö. Was wir machen, wir setzen uns mal eben hier unten ein Portal hin. Für den Fall der Fälle. Dass es jetzt Stress gibt. Okay, dann Vators Altar. Dies muss der Altar sein, von dem Garadia gesprochen hat. Dunkle Energie geht von ihm aus. Der Schleier zwischen Realitäten ist hier wirklich dünn. Mit Ulgrims Andenken solltest du in der Lage sein, mit der Kraft des Altars seinen Aufenthaltsort in der Leere zu bestimmen. Benutze das Andenken. Errungenschaft freigeschaltet. In die Leere. Mhm. Dann gehen wir in die Leere. Mehr kann man jetzt sowieso nicht machen, weil... Hm. Wir haben die ganze Karte auf. Okay, es gibt... Alles noch im grünen Bereich. Was macht der Explorer, wenn er tiefenkonzentriert ist? Er vergisst das Reden. Oh. Okay, war jetzt noch keine Herausforderung. Letzte Folge habe ich mich noch beschwert, dass es blau ist und jetzt schon zwei Sachen.
Sollte der Bann gebrochen sein? Ich hoffe doch. Ich könnte zumindest gut damit leben. So, wir können jetzt da hoch. Dann machen wir das auch. Was sind da für Viecher? Warte. Gespawnt. Na, kommst du nicht? Okay, das ist oben. Wie kommen wir denn da jetzt hin? Erstmal außen rumgehen. Schauen wir, wo wir hinkommen. Jetzt laufen wir im Kreis. Guck, da oben ist die Truhe. Wie kommen wir da hoch? Na, geh. Wie kommen wir da hoch? Das Tor kriegen wir auch nicht auf. Von der anderen Seite. Oder was übersehen? Von hier. Weg reingehen.
können also nur hier gehen. Wir müssen auf die Seite kommen. Aber wie? Tor lässt sich nicht öffnen. Springen geht ja nicht. Kann jemand aufmachen? Wir übersehen wieder irgendwas. Irgendwas. Keine Ahnung. Vielleicht öffnet sich das später erst. Muss man irgendwas machen hier? Ja, auch keine Hebel oder sowas. Keine Ahnung. Vielleicht öffnet sich die Türe automatisch, wenn wir den Obermotz hier gekillt haben. Könnte ich mir vorstellen. Weil ich sehe nicht mal ansatzweise irgendeine Möglichkeit. Komm. Es ist ja auch nur eine einzelne Truhe. Was wird denn da schon Besonderes drin sein? Ja, die ultimative Waffe, du Idiot. Jetzt mal hier oben. Es lebt noch. Waren wir jetzt hier schon? Okay, dann können wir uns jetzt wieder Richtung Süden bewegen. Freunde? Warte. Er lebt noch. Der Holzmischel. Was
müssen wir da oben durch das Portal. Ne? Da müssen wir wohl durch das Portal. Ist das jetzt der Ausgang? Tonisches Rot, das ist bestimmt der Ausgang. Dahin. Der Rand der Leere wird immer besser. Wir können kein Portal setzen. Ich weiß schon, was das heißt. Hallo? Ich glaube, wir sind in der Hölle angekommen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es sieht geil aus. Muss man ja sagen. Unser Gnadenbrot. Okay. Gut. Oder weniger. Nur um Ulgrim zu finden, weißt du? Erhört wurde ich. Hier noch immer drauf, dass hier der Oberboss spawnt, weißt du? Ja, sehen wir mal zurück. Das sieht nicht gesund aus.
ist die Frage, wie geht's weiter? Jetzt geht's los. Ja. Weg. Cool, dann bin halt mal wieder ready machen hier. Monster. Nein. Okay. Jetzt gucken wir, ob da was kommt. Tja, es kommt noch was. Wieso habe ich das aus Versehen Heiltrank genommen? Egal. Okay. So. Das hier. Epischer Helm. Kälteschaden, Frostmannschaden, Luftschaden, Kälteschaden. Ja, 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 ja. Säureschaden, Giftschaden. Ja. So. Ich glaube, wir dürfen jetzt hier wieder raus. Aber wir hatten gesehen, da drüben ist noch was. Oder da kommt noch was. Binde Ulbring. Okay. Ich denke mal, vielleicht kommt er jetzt hier. Ich hoffe doch. Ansonsten gehen wir wieder durchs Portal. Ulbring, wo bist du? Der Ulbring vielleicht gar nicht hier weg will. Warte, bist du... Laser. Ulbring, bist du das, Mutter? Tut mir leid, aber ich schaffe es nicht zum Abendessen. Ich bin einfach so müde. Zu müde. Was ist hier geschehen?
Der Logoin und ich legten einen letzten Tanz hin. Meistens habe ich geführt, aber er erwies sich als ein schwieriger Partner. Gemeinsam verwandelten wir diesen Ort in ein königliches Chaos. Tut mir leid wegen dem all dem Ärger. Ich werde gerne für die Reinigungskosten aufkommen. Also ist er endgültig tot? Na, das hoffe ich doch. Wie oft muss man diesen Bastard töten, ehe er liegen bleibt? Ihr müsst mir zuhören, ihr steckt in Schwierigkeiten. Schwierigkeiten? Ich kenne sie schon so lange, sehr lange. Wusstest du, dass ich einmal mit der Ehefrau des Großinquisitors geschlafen habe? Sie war mollig, aber wild. Rügrim, ihr seid in der Leere. In der Leere? Lächerlich. Niemand überlebt in der Leere. Bist du ein Agent Chitons, der mich in eine Falle locken will? Du musst wissen, dass ich ein Meister in der Kunst des Mordens bin. Ich bin euer Freund, ich bin hier, um euch zu helfen. Da ist das XP, nice. Ja, ich glaube, jetzt erinnere ich mich wieder. Die Leere, sie trübt meinen Verstand, erfüllt jeden meiner Gedanken mit unvorstellbaren Schrecken. Aber wenn du hier bist, wie werden wir rauskommen? Wir werden über die Leere nach Malmaus gelangen. Nach Malmaus? Als ich dort zuletzt vorbeigekommen bin, war sie in die Hände der Ätherischen gefallen und es war kein schöner Anblick. Aber wenn du dorthin musst, gibt es wohl einen guten Grund. Auch wenn ich nicht verstehe, warum du das Risiko eingegangen bist, mir zur Hilfe zu kommen, wenn das die Priorität ist, so schätze ich sie sehr. Wir sind durch die Ätherfeuer abgeschnitten, der einzige Weg führt durch die Leere. Ich verstehe, dann führt der einzige Weg noch tiefer hinunter. Leider bin ich völlig erschöpft und werde dir in einem Kampf keine große Hilfe sein. Wenn wir von hier wegkommen wollen, musst du einen Weg freimachen. Mach dir um mich keine Sorgen, ich werde dir durch die Schatten folgen, davon gibt es ja hier mehr als genug. Okay. Euren Weg freiboxen. Ja, dann. Und dann hier dann. Dein Vieh ist nicht so schlimm. Sofern sie nur im überschaubaren Rudel antanzen hier, mein Gott, extrem. Können wir hier lang? Jetzt? Wollen wir da schon lang? No. Guck mal, wie weit das jetzt hier noch reingeht. Was ist das? Deiner Durchfall oder was? Ja. Okay, dann gehen wir hier hoch. Oder? Haben wir jetzt hier was übersehen? Ja, wir können mal eben hier korrektamente alles freispielen. Wenn da jetzt vielleicht nicht mehr großartig irgendwas kommt, aber es kommt auch was. Was ist das? Ja. Ist gut down. Das waren ein bisschen viele. Ich hoffe, wir hatten ein Portal gesetzt, ne? Wir sind schon mal 30 Minuten. Oha. Ja, Super Explorer. Das war jetzt nicht das, was ich wollte. Passiert mir jedes Mal. Jedes Mal. So. Atoshs Altar, da wollen wir hin. So, dann zünden wir deine Buffs hier. Komm rein da. Ups, so, dann hoch in den Norden.
Ja, aber ich würde sagen, dann machen wir jetzt hier einen Cut, oder? Schon 30 Minuten Folge, das guckt ja keiner. Will ja keiner sehen. Das Elend. Ja, pass auf, dann machen wir hier einen Schlussstrich für heute und in der nächsten Folge geht's weiter. Ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.